Ja, aber wenn du das gucken willst. Oder? Luftmengenmesser tauschen. Volvo V70. Im Motorraum befindet sich, wenn ihr davor steht, auf der rechten Seite euer Luftmengenmesser. Luftmengenmesser. Den wollen wir jetzt demontieren. Als erstes den Stecker. Da ist ein Knopf. Den drücken wir nach unten und danach ziehen wir den Stecker nach hinten heraus. So. Klicken und ziehen. Ein bisschen hin und her. Und dann habt ihr den Stecker auch hier in der Hand. So, legt zur Seite. Öffnen wir die Zelle hier und werden den Schlauch entfernen. Dazu benutzen wir einen Schlitzschraubendreher. So, aufdrehen. Und dann wird er gleich auch runterkommen. Ein bisschen wackeln und runterschieben. So. Und flop. Da haben wir ihn ab. Sehr schön. So, mit unserer 10er Nuss und einer Ratsche lösen wir die beiden Schrauben, die den Luftmengenmesser festhalten. Dann rausdrehen, komplett. Das ist die erste. Passt auf, dass ihr euch nicht in den Motorraum fallt, weil das ist immer fummelig, wieder rauszubekommen. Super. Nun ziehen wir in diese Richtung den Luftmengenmesser und können ihn so aus dem Gehäuse entnehmen. Da kommt er. Da haben wir ihn. Der ist hier an den Lippen, Dichtlippen in dem Gehäuse drinne. Und ihr müsst hin und her zwiebeln, bis ihr den rausbekommen habt. Wieder zum Einbau. Ich habe ein bisschen Silikonspray und damit werde ich ein wenig die Dichtung hier einsprühen, damit sie geschmeidig bleibt und auch besser abdichtet. Nehmen wir uns ein bisschen und sprühen das einmal drumherum. So, schön. Nun setzen wir das Bauteil wieder ein. Achtet darauf, hier ist ein Pfeil dort. Der kommt dann vom, also das ist die Richtung sozusagen, wo die Luft in den Motor einfließt. Außerdem habt ihr auch hier unten die Gewinde, die kommen ja da unten hin. So, wieder rein damit. Gerade reinsetzen. Super. Jetzt Schlauch wieder drauf. So, noch nicht festziehen. Wir machen erstmal da unten. Nun kommen die Schräubchen wieder rein. Nummer 1 und Nummer 2. Und mit unserer Ratsche festdrehen. Super. Geben wir auch etwas Silikonspray hier auf die Dichtung und schieben den Schlauch wieder in Position. So, dann achtet darauf, dass er gleichmäßig drauf kommt. Und das zeige ich euch jetzt, dass hier oben diese Dreiecke übereinstimmen. Weil dann stimmt alles überein. So, jetzt haben wir es richtig gemacht. Jetzt können wir wieder fest. Schraubendreher nehmen und die Klemme wieder festziehen. Super. Und den Stecker wieder rein. Einfach drauf schieben und einrasten lassen. Fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun.